Fisch gehört an der Nordsee einfach dazu. Und Fisch vom Feinsten gibt es im Fischrestaurant Brücke in Hooksiel am Außenhafen. Das Restaurant verfügt auch über eine eigene Räucherei. Weit über die Region hinaus bekannt sind die sogenannten Räucherabende, anlässlich deren man die selbst geräucherten Fische verköstigen kann. Auch viele Prominente haben dazu das Restaurant schon besucht. Ja, so auch mal einen Kranken, auch einen Lachs gekriegt. Ja, der kostet immer noch drauf rum, oder? Oh Mann, Mensch. Den hast du vorher ausgesprochen. Fang an. Die Schleusmeisterpfanne war bei den Herren, ne? Die Schleusmeisterpfanne? Ach, die war da. So, bitte schön. Normalerweise noch mal. Dann halt fängt ja, die fangen ja so circa bei 10 Jahren, fangen die an zu wandern. Dann, kommen die aus dem Küsten raus und dann schwimmen die über den Atlantik in dieser Wasserseen. Und dafür brauchen die 2 Jahre. Da laichen die und dann sterben die. Und danach der Leiche, die Gasale, die werden mit dem Golfstrom über den Atlantik getrieben und da werden sie hier von der europäischen Küste abgefangen. Und dann auf den Aalfarmen werden die dann verteilt. Man hatte, der Vorteil ist natürlich immer, man hat immer eine gleichbleibende Qualität. Und wenn ich einen Wildfang habe, kann natürlich auch total schmecken. Also so. Ja. Und so einer will sie einhaben. Wenn du das richtige Messer hast, kriegst du keinen ab. Nee, das Messer ist nicht richtig, er kann das nicht. Das will ich auch nicht abschneiden. Dann kriegen wir ab. Okay, ne? Schöne Karte. Das ist Butterfisch. Butterfisch gehört zu der Gruppe der Makrele. Kommt aus dem Atlantik, weil der auch riesengroß ist. Der wiegt bis zu 2 Meter. Ich hab immer so 70 Zentimeter Filet. So. Und die schneide ich einmal durch und dann werden die eingesalzen und dann geräuchert. Ach, da kommt der Auto. Also die Kasse. Hier kommen ja auch noch die Fürsten. Das ist ja so groß wie das Brett. So groß. Hi, wo ist das gerade? Ja, der ist ganz zart. Ja. Und nach der Verköstigung geht es bei gutem Wetter draußen auf der Terrasse weiter. Man bekommt all das serviert, was man zuvor gekostet hatte, garniert mit leckeren Bratkartoffeln und am besten passt dazu ein frisch gezapftes Jeferpilz.
ist ja witzig, wie sie da mit ihren Bötchen rumkreuzen. Ja, der rechte macht das ja schon die ganze Zeit. Und jetzt kommt da links noch eins. Thank you.
fürs Heft 2 Euro reingebaut.